Hallo, guten Tag. Was haben Sie denn für eine Frage? Wo ist Papa? Papa war natürlich auch dabei, bei der Hamburger Sportgala des Abendblatts in der Handelskammer. Doch die große Bühne gehörte an diesem Abend Liams Mama Edina Müller, die zu Hamburgs Sportlerin des Jahres gewählt wurde. Weltumsegler Boris Herrmann gewann bei den Männern, seine Kollegen Erik Heil und Thomas Plössl wurden nach Olympiabronze Mannschaft des Jahres. Für Edina Müller war es bereits der zweite Titel nach 2012. Damals noch im Rollstuhlbasketball, diesmal nach Paralympics-Gold im Einer-Kajak. Was bedeutet für Sie dieser Titel? Oder auch für ihn? Ja, ich glaube, nach so einem herausfordernden Jahr, es gab ja wirklich viele Kämpfe, die wir da zu meistern hatten, ist das eine wahnsinnige Wertschätzung. Und ja, man hat einfach das Gefühl, dass man alles richtig gemacht hat. Ja, also für uns ist das was ganz Neues. Wir waren noch nie Mannschaft des Jahres hier in Hamburg und freuen uns wirklich sehr. Es ist eine große Auszeichnung und sind sehr dankbar, dass so viele Leute für uns gestimmt haben. Guten Abend, erstmal ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Auszeichnung, für diese tolle Laudatio. Vielen Dank. Über prominente Laudatoren freuten sich nicht nur die Abendblatt-Moderatoren Vanessa Seifert und Stefan Walter, die durch den Abend führten. Auch Sportsenator Andi Grote war glücklich, endlich wieder eine Gala so ganz nach dem Geschmack der Sportstadt Hamburg zu verbringen. Die waren das natürlich großartig. Wir kraftvoll neu starten. Großen Applaus gab es schließlich für Alexander Otto, der für sein langjähriges Engagement im Hamburger Sport mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet wurde. Also ich war total überrascht, den Preis zu bekommen, habe das überhaupt nicht geahnt. Und als dann Lars Heide ausholte, war ich wirklich, da wusste ich es natürlich dann auch und war doch total begeistert. Und ich habe mich über die vielen tollen Glückwünsche auch extrem gefreut. Lange hatten Hamburg-Sportler auf so einen Abend gewartet. Und sicher ist, dass die Sportgala im nächsten Jahr wiederkommt.